Willkommen bei dem Mosaikiviv. Mein Name ist Manfred Werling und ich darf euch heute ganz herzlich zu unserem neuen Video begrüßen. In einem unserer letzten Videos haben wir bereits im Allgemeinen über die Rechtsform der Genossenschaft gesprochen. Hier haben wir auch gelernt, dass wir, die Mosaikiviv, jetzt mit einem Genossenschaftsexperten zusammenarbeiten, der euch dabei helfen kann, eure eigene Genossenschaft zu gründen und natürlich auch in Zusammenarbeit mit uns diese Genossenschaft in ein Eviv-Konstrukt integrieren kann. Hierbei haben wir auch herausgearbeitet, dass die Eviv und die Genossenschaft sich als zusätzliche Rechtsformen sehr gut ergänzen. In diesem Zug werden wir also zukünftig sehr viele Videos über Genossenschaft und EVIV als gemeinsames Paket veröffentlichen und natürlich auch euch immer die Möglichkeit geben, an uns heranzutreten, damit wir euch in diesem Fall beraten können und euch auch mit unserem Experten kurzschließen können. Gerne möchte ich hier auch auf unseren exklusiven Video-Newsletter hinweisen. Dort könnt ihr euch auf unserer Webseite eintragen und in einem von den 5 exklusiven Videos besprechen wir auch die Genossenschaft im Detail. Die Nachricht, die wir euch hier vermitteln wollen, ist, dass EVIV und Genossenschaft sehr gut kombinierbar sind und wunderbar im Zusammenspiel funktionieren und man definitiv in Erwägung ziehen sollte, eine Struktur für beide Rechtsformen aufzubauen. Im heutigen Video wollen wir aber nun auf einen konkreten Aspekt der Genossenschaft eingehen, das ist die genossenschaftliche Förderung und wie diese im Zusammenspiel mit der EVIV funktioniert. Bleibt auf jeden Fall dran! Fangen wir also direkt mit der genossenschaftlichen Förderung an, da diese den großen Vorteil der Genossenschaft darstellt. Hier muss man nun unterscheiden zwischen ordentlichen und investierenden Mitgliedern. Auf den genauen Unterschied zwischen diesen beiden gehen wir, wie gesagt, in unserer E-Mail-Liste ein. Also tragt euch unbedingt dort ein, um auch diese Informationen zu erhalten. Aber für den Zweck dieses Videos sagen wir nun einfach, ordentliche Mitglieder, das sind die, die gefördert werden. Das sind auch die, die haben ein Mitbestimmungsrecht innerhalb der Genossenschaft. Das sind quasi eure Mitunternehmer. Diese wollen aktiv am Geschäftsbetrieb beteiligt sein. Diese wollen sich bei Entscheidungsfindungen einbringen. Und diese wollen dann auch mit den Konsequenzen leben bzw. davon profitieren, wenn man diese in der Gemeinschaft trifft. Jetzt stellt sich unser Mietverhältnis so dar, dass 7 von den 10 Mietparteien an ganz normale Leute vermietet sind, die wir nicht kennen. Also nicht anders, als würde dir oder mir das Mehrfamilienhaus auf privater Ebene gehören. Die übrigen 3 Mietparteien, die vermieten wir nun an Familienangehörige, enge Vertraute, Geschäftspartner. Das sind einfach Menschen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, denen wir auch gewisse Entscheidungsgewalt zutrauen, weil diese in unserem Sinne entscheiden werden und dort auch die direkte Kommunikation herrscht, sodass man Entscheidungen gemeinsam treffen kann. Jetzt legen wir einfach einmal fest, in den 3 Wohnungen, die noch frei sind, dort wohnen zum einen deine Eltern in einer eigenen Wohnung, in der anderen Wohnung wohnt dein Bruder oder deine Schwester und in der 3. freien Wohnung wohnst du. So haben wir 7 fremdvermietete Wohnparteien und 3 familienvermietete Wohnparteien. Soweit, so gut. Jetzt hat eine Wohnungsgenossenschaft natürlich den Sinn und Zweck, den ordentlichen Mitgliedern günstigen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Gerne dies auch dann per Förderung. Jetzt fließt natürlich Geld in die Genossenschaft, weil alle 10 Mietparteien zahlen eine monatliche Miete, marktüblich, vielleicht leicht darunter, vielleicht leicht darüber, das spielt gar keine Rolle. Und diese Einnahmen, die liegen nun in der Genossenschaft. Hier wollen wir ganz kurz mal parallel vorstellen. Wenn diese Einnahmen jetzt dir privat zufließen, dann werden diese natürlich auch deinem persönlichen Steuersatz unterworfen, insofern du keine Investitionen damit planst. Jetzt ist aber bei der Genossenschaft ein großer Punkt der Ausgaben, dass die Mitglieder gefördert werden müssen. Wir haben also nun einen Topf, sagen wir, das ist ein Jahresmietüberschuss von 30.000 Euro und hiervon werden ordentliche Mitglieder gefördert in Form von der zur Verfügungstellung von bezahlbarem Wohnraum. Dadurch, dass wir nun an Stelle A bei den fremdvermieteten Wohnungen einen Überschuss erwirtschaften, können wir an Stelle B, dort wo die Familien und Verwandten und du selbst wohnen, und können dort die Miete reduzieren, da wir am Ende lediglich auf ein Nullergebnis kommen müssen. Wir haben nicht einmal den Vorsatz, dass wir 10, 15, 20.000 Euro Gewinn erwirtschaften müssen, sondern solange eine Genossenschaft keine Schulden macht oder beziehungsweise keine Verluste macht, ist alles super und der Genossenschaftszweck kann erfüllt werden. Um mit den Zahlen einfach rechnen zu können, sagen wir jetzt einfach mal, unser gesamtes Haus erwirtschaftet einen Mietüberschuss im Jahr von 10.000 Euro, also 1.000 Euro pro Wohnpartei. Jetzt haben wir natürlich 7.000 Euro durch die fremdvermieteten Wohnungen und 3.000 Euro durch die familienvermieteten Wohnungen.
Wenn diesen 10.000 Euro Mieteinnahmen nun eine Bankrate aufs ganze Jahr gesehen in Höhe von 7.000 Euro gegenübersteht, dann kann man durchaus hergehen und sagen, unsere fremdvermieteten Wohnungen erwirtschaften 7.000 Euro, damit sind alle Kosten gedeckt. Natürlich jetzt mal Instandhaltungsrücklage und so Sachen außen vor, das lassen wir auch mal außen vor für dieses Video. Und die 3.000 Euro, die übrig sind in der Genossenschaft, das ist eigentlich dann unser Gewinn. Aber, wie wir bereits gelernt haben, eine Genossenschaft muss keinen Gewinn erwirtschaften. Dementsprechend können wir also im Rahmen der Förderung für unsere Mitglieder hergehen und sagen, denen erlassen wir nun die Miete, da die Genossenschaft alle Kosten gedeckt hat, ohne dass die ordentlichen Mitglieder eine Miete bezahlen müssen. Hier kann man natürlich das Ganze flexibel gestalten. Hier kann man sagen, wir erlassen 50% der Miete, wir erlassen 75% der Miete, wir erlassen 100% der Miete. Solange das im Genossenschaftszweck korrekt definiert ist, kann dies im Rahmen der Förderung geschehen und wir werden keine Probleme kriegen, solange wir einfach nur mindestens die schwarze Null als Betriebsergebnis am Ende vom Jahr vorweisen können. Im Rahmen einer anderen Tätigkeit können wir nun sagen, dass wir Herausgeber von digitalen Produkten sind. Normalerweise kümmern wir uns selbst um den Verkauf, diesen Verkauf lagern wir aber nun an die Genossenschaft aus. Jetzt ist die Genossenschaft Lizenznehmer von uns, um die Rechte an den Produkten zu erwerben und sie dann selbst zu vertreiben, um damit eigenen Gewinn zu erwirtschaften. Von diesem Geld können wir selbstverständlich auch Investitionen tätigen, wie beispielsweise ein Auto anschaffen. Dieses Auto hat nun mehrere Vorteile. Zum einen können wir es den Mitgliedern der Genossenschaft kostenfrei zur Verfügung stellen im Rahmen der Förderung. Wenn ein Mitglied nun dieses Auto nutzt, dann muss es weder ein Fahrtenbuch führen noch die 1%-Regelung anwenden, da es kein geldwerter Vorteil ist. Hierzu brauchen wir einen persönlichen Bezug von einer Person zur Firma. Wir stellen das Auto aber im Rahmen der Satzung allen Mitgliedern zur Verfügung. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns als Gruppe der ordentlichen Mitglieder einig darüber sind, was mit unseren Anschaffungen geschieht. Wir können das Auto also nun sowohl privat als auch geschäftlich nutzen, ohne dass bei uns ein steuerlicher Nachteil entsteht, wie das in der Regel bei einem Firmenwagen ist oder generell bei einem gewerblich genutzten Fahrzeug. Selbstverständlich trägt hierbei auch die Genossenschaften alle Kosten für Reparaturen, Versicherung, Tanken, Reifenwechsel, das spielt gar keine Rolle. Alle Kosten, die dieses Auto verursacht, muss die Genossenschaft auch aus ihrem Bruttovermögen bezahlen. Als zweiten Punkt haben wir den Vorteil, dass wir es bei einer Genossenschaft nicht mit Verhältnismäßigkeit zu tun haben. Das Finanzamt würde bei einer GmbH, die 100.000 Euro erwirtschaftet und für 100.000 Euro im Jahr ein Auto liest oder finanziert, würde das Finanzamt immer das Ganze rauswerfen, weil das steht in keinem Verhältnis zueinander. Die Verhältnismäßigkeit fehlt. Dieses Problem existiert bei der Genossenschaft nicht. Wenn wir also 100.000 Euro im Jahr erwirtschaften und ein Auto leasen, was genau 100.000 Euro Kosten im Jahr verursacht, dann haben wir am Ende vom Jahr die schwarze Null erreicht. Das ist unser einziges Ziel. Das Auto wurde allen Mitgliedern gleichermaßen zur Verfügung gestellt und der Genossenschaftsverband ist glücklich darüber, dass wir unser Ziel erreicht haben. Das Finanzamt hat hier keinen Ansatzpunkt, um irgendwelche Probleme zu verursachen. Nun haben wir einen Eindruck darüber gewonnen, wie die genossenschaftliche Förderung funktioniert. Wo kommt nun die EWIF ins Spiel? Natürlich können wir nur bis zu einem gewissen Punkt fördern. Wenn wir für 50 oder für 100.000 Euro im Jahr uns als Familie mit 2, 3, 4, 5 Mitgliedern gefördert haben, dann ist das eine ganze Menge Geld, was wir hier in die Genossenschaft verlegen und diese Kosten nun nicht mehr privat tragen müssen. Wenn wir aber nun sagen, dass die Genossenschaft nicht 100.000 Euro, sondern 2, 3, 4, 500.000 Euro oder noch mehr im Jahr verdient, dann können wir nicht auf einmal für 500.000 Euro im Jahr blödsinnige Kosten verursachen, einfach nur damit die Genossenschaft für diese aufkommt. Man möchte ja ab einem gewissen Punkt auch einfach Geld sparen, um dann sinnvoll in das Geschäft zu reinvestieren. Wie wir bereits im letzten Video gelernt haben, gibt es aber bei der reinen Besteuerung von Gewinnen bei der Genossenschaft oder bei der GmbH keinen Unterschied. Hier gewinnen wir also nichts durch die veränderte Rechtsform. Hier kommt die EWIF ins Spiel. Eine Genossenschaft kann selbstverständlich Mitglied in einer EWIF werden, genau wie es eine GmbH oder eine GbR oder eine OHG auch kann. Wenn wir also nun unsere privaten Kosten alle in der Genossenschaft
weggefördert haben, dann haben wir einen Überschuss von 200.000 Euro und diesen können wir ohne Probleme an die EWIF überweisen als Unterstützungsleistung. Dort wird das Geld in steuerfreie Rücklagen gestellt und für einen späteren Zeitpunkt aufbewahrt. Die Genossenschaft kann so wieder mit einem Jahresüberschuss von 0 Euro geführt werden. Also es fallen keine Steuern an, da kein zu versteuernder Gewinn vorliegt. Alles Geld, was wir an Überschüssen erwirtschaftet haben, liegt in der EWIF und dort wird es nicht versteuert temporär. Und wenn wir nun im nächsten Jahr sagen, wir möchten die 200.000 Euro sinnvoll reinvestieren oder im Rahmen der Förderung verwenden, das ist hier vollkommen frei wählbar für jede Genossenschaft, ganz abhängig davon, wie man diese führt, dann überweist die EWIF die 200.000 Euro zurück an die Genossenschaft und diese investiert das Kapital im Rahmen der Satzung, wie dort der Gesellschaftszweck definiert wurde. Was ich als Fazit ziehen möchte, liegt also auf der Hand. Wir können im Rahmen der Genossenschaft eigentlich privat veranlasste Ausgaben in die Genossenschaft verlagern und diese kann diese Ausgaben aus dem Bruttovermögen begleichen und alles, was die Genossenschaft an Überschüssen erwirtschaftet, verlagern wir selbstverständlich zurück in die EWIF, damit wir dort das Geld temporär nicht versteuern müssen. Somit können wir also auf der einen Seite mit der EWIF unsere Steuerlast in die Zukunft verschieben und zum anderen im Hier und Jetzt mit der Genossenschaft unsere Ausgaben aus Bruttoeinnahmen bezahlen, sodass diese Kosten bei uns auf privater Ebene gar nicht mehr anfallen und wir dementsprechend auch das Geld nicht auf privater Ebene brauchen. Wenn dich diese Vorteile nun überzeugt haben, dann möchten wir dir ans Herz legen, dass du uns kontaktierst. Wir haben zum einen natürlich die Berater, um mit dir gemeinsam eine EWIF zu gründen, beziehungsweise dass du Mitglied in unserer bestehenden Mosaik-EWIF werden kannst und dir dort alle Vorteile zur Verfügung gestellt werden. Und im selben Zug haben wir auch den Genossenschaftsexperten, der dich gerne bei der Gründung einer eigenen Familiengenossenschaft oder einer Genossenschaft mit deinen Freunden oder Geschäftspartnern oder engen Vertrauten berät. Und natürlich unterstützen wir dich dabei auch, mit den beiden Rechtsformen im Zusammenspiel alle Vorteile nutzen zu können. Schau also gerne einmal in die Beschreibung von diesem Video, dort findest du unsere Kontaktdaten. Lies dir gerne den Blogbeitrag zu diesem Thema durch, um nochmal alle Informationen schriftlich vor dir zu haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass dir dieses Video gut gefallen hat. Abonniere unbedingt unseren Kanal, damit wir dich auch in der Zukunft mit hilfreichen Informationen zum Thema Genossenschaft und EWIF versorgen können. Und ansonsten wünschen wir dir natürlich einen schönen Tag. Mach's gut, bis dahin.